ein bisschen trocken gemacht. Ich hoffe, es ist okay, aber passt nach hinten. Elvis-Fan. Er ist Elvis-Fan und hat er die ganze Familie mit angesteckt. Ja, teilweise. Und ihr seid schon öfter auf dem Festival hier gewesen, oder? Ja, letzten zwei Jahre. Auch schon mal mitgemacht hier? Noch nicht. Was hat diesmal dich dazu bewogen, mitzumachen? Wir wollten halt beide mal mitmachen, deshalb. Aha, zu zweit ist man stark, ja. Freund mit dabei? Nee. Hast du keinen? Nein. Okay, sie hat keinen. Suchst du einen? Nicht wirklich. Es tut mir jetzt auch leid, aber was nicht ist, kann auch werden. Ich meine, man wechselt oft seine Vorstellungen, Gedanken. Aber heute auf alle Fälle, dein Ziel ist zu gewinnen? Ja, das wäre schön. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Dein Outfit hast du woher? Von der Bekannten von meinem Vater. Okay, wie hat dir das geliehen oder verschenkt? Oder? Original aus dem 50er. Wow, original. Aus Bad Nauheim, natürlich der Elvis-Stadt, ja. Ganz klar. Habt ihr euch so kennengelernt auch, oder? Nee, wir kennen uns schon seit, also von der Schule her. Von der Schule her. Und auch begeisterte 50er und Elvis-Fan, oder? Elvis-Fan nicht direkt, aber 50er-Jahre-Fan schon. Warst auch schon öfter hier, nehme ich an. Ja, aber halt so mit den Eltern meistens. Dieses Jahr zum ersten Mal ohne Eltern, oder wie? Nein, also dieses Jahr zum ersten Mal mit einer Freundin. Also konnte ich jemanden überreden, mitzukommen von meinen Freunden. Das heißt, ihr seid zu zweit allein schon vor einiger Zeit oder jetzt erst kürzlich? Vor 2 Wochen ungefähr oder so. Also kürzlich erst. Mit dem Ziel, hierher zu kommen und auch am Petticoat-Wettbewerb mitzumachen und zu gewinnen. Ja. Wunderbar, okay. Dann schauen wir uns gleich mal an, wie du dich so bewegen kannst zur Musik der 50er. Wir kommen weiter. Wen haben wir hier? Hallo, ich bin Brigitte aus Ehringshausen. Aus Ehringshausen. Du hast schon mal mitgemacht, oder? Wirklich nicht? Könnte ich jetzt schwören. Ja, mir hat der Mut gefehlt. Und warum dieses Mal nicht? Warum hast du diesmal gesagt, jetzt habe ich den Mut? Man muss irgendwann mal durch, ja. Nee, aus Möglingen. Wo ist das ungefähr? Das liegt bei Stuttgart. Bei Stuttgart, also eine lange, lange Anreise gehabt. Ja, wie viel? Aber man nimmt viel Aufwand, um halt auch mal dabei sein zu dürfen. Das heißt, seit ich bin gesandt raus, Musik ist es. Okay, jetzt willst du auch gewinnen oder ist es für dich nur so einfach mal dabei sein? Seite hier an. Überraschung, du bist zuerst. So, wie heißt du? Sina. Sina, du kommst woher? Wettenberg. Ah, das heißt, du hast wahrscheinlich schon mal mitgemacht, dass du so groß warst und stimmt's? Ja. Hab ich mir fast gedacht. Und diesmal hast du gesagt, jetzt bin ich älter, jetzt mache ich bei den Erwachsenen mit und mal gucken, ob ich da auch was abstauben kann. Ja, so ungefähr. Okay, dann würde ich sagen, du erzählst uns auch mal, wo dein Kleid her ist. Ja, also ich hatte erst so ein paar andere, also so einen Rock und so, und dann war mir das zu doof. Und dann habe ich gefragt nach einem Kleid, und dann habe ich jetzt eins gekriegt. Super, und das willst du uns heute demonstrieren, wie das in Action aussieht. Super, okay, gehen wir weiter. Wen haben wir denn hier? Martina Börner aus Köln. Aus Köln. Habt ihr den ganzen Fanclub? Nein, ich kenne die überhaupt nicht. Das würde ich auch sagen. Das macht das nochmal. Kommt wahrscheinlich auch aus Köln, oder? Seid ihr auch aus Köln? Habt ihr auch so ein Scheißwetter in Köln? Also ich kann alle hier beruhigen. Das Wetter scheint nicht nur in Wettenberg so maßlos traurig zu sein. Unsere Stimmung hier ist ja wohl super. Aber ganz Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen verschwimmt hier im Regen. Ja, was soll man machen? Dann müssen wir trotzdem Party feiern, ne? Dann erzähl uns mal, wo dein Outfit her ist. Ja, also mein Outfit ist meine eigene Idee, mein eigener Entwurf und hat auch schon viele Jahre eigentlich auf dem Buckel. Also ich denke mal fast 18 Jahre. Ehrlich? Wow, 18 Jahre alt. Kommst du denn öfter zu diesem Festival oder gehst du zu anderen Festivals noch oder was es in der Richtung gibt, so alles um die 50er?
Ja, also wann immer es irgendwo etwas gibt in dieser Richtung oder auch tanzmäßig, bin ich mit dabei hier. Super, dann werden wir heute auch mal sehen, wie du loslegen kannst. Ne? Wie gesagt, sei ein bisschen vorsichtig, hier ist es noch ein bisschen nass. So, dich habe ich ja jetzt schon mal gesehen. Letztes Mal. Ja. Du hast nämlich schon mal mitgemacht. Und wie war das so? Erzähl mal, komm. Ja, richtig gut. Deshalb bin ich ja wieder hier. Das war doch eben dein Sohn, oder? Stimmt das? Habe ich das recht erinnert? Nicht nur der Sohn, auch die Tochter. Jetzt bringst du alle mit. Einer nach dem anderen muss beim Wettbewerb mitmachen, ne? Es sind noch Zwillinge. Ich hab's vergessen, kein Problem. So, hast du dieses Jahr ein neues Outfit mitgebracht? Wo ist das her? Bei der Schwiegermama aus dem Schrank, original aus den 50ern. Wow, bei der Schwiegermutter aus dem Schrank. Wo ist dein Kleid her? Das ist aus dem Internet, aus dem Walker-Billy-Store. Okay, da kannst du ja noch vielleicht ein paar Tipps geben für alle, die sich vielleicht auch mal sowas anschaffen wollen. Ne? Und du legst jetzt auch gleich richtig los. Ne? Passt wie gesagt auf, wenn es ein bisschen nasser wird. Ne? Ja. Versuchst es? Kein Thema. Wir gehen weiter. Wen haben wir denn hier? Den Jakob. So, wo kommst du her? Hallo, aus Holland. Aus Holland. Wow, das ist mit Abstand der weiteste Weg, oder? 172. Okay, wir starten in die Runde 2. Legt los, Ladies. Let's go.